du soleil, c'est ma première pensée. Manger léger, faire du sport, rentrer dans les normes. Parce qu'il faut avouer qu'une fille, bah c'est toujours énorme. Il a bien fallu que je me prenne par la graisse pour prendre rendez-vous chez le marchand de rêves qui a déclaré à ma bonne bouffe un moment de trêve. On m'a promis qu'en m'accrochant, j'y arriverai. À coups de piscine, de courgettes et de grandes bouteilles d'eau, je me voyais déjà avec de beaux abdominaux. Mais au bout d'une semaine, j'avais toujours... Wir sind hier auf der Art Bodensee 2008 und heuer gibt es eine Neuigkeit. Wir haben einen Rookie auf Art Bodensee. Rookie ist ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent und es ist in diesem Jahr die Kirsten Helfrich. Sie hat eine ganz spannende Geschichte gemacht. Es geht jeweils um das Thema Frau und Frauenbilder. Sie wurde kuratiert vom Harald Quader und präsentiert in einem mobilen Container, was ihr diesem Rookie-Gedanken entgegenkommt, ihre Arbeiten. Ich würde sagen, du erzählst uns am besten mal selbst etwas dazu, wie die Themen lauten und was du dir dabei gedacht hast und wie du technisch vorgegangen bist. Ja, also es geht in meiner Arbeit um Schönheit und Vergänglichkeit und auch um Erinnerung, um Tod. So hat es eigentlich angefangen. Erst habe ich mich durch eigentlich ein privates, persönliches Erlebnis mit dem Thema Tod beschäftigt, mit Erinnerung, mit was passiert, wenn jemand nicht mehr da ist. Dadurch bin ich eigentlich auch auf das Thema Vergänglichkeit gekommen. Habe dann mal während meines Studiums in London angefangen, mit Früchten zu arbeiten und mit Bildern eben aus Modezeitschriften, aus Magazinen, die ja eigentlich immer so einen Moment darstellen und eigentlich nie so einen Moment von Vergänglichkeit, sondern es ist immer so ein Moment, der für immer irgendwie steht. Aha. Und das ist ja eigentlich eine Utopie. Was hast du jetzt hier gemacht? Also hier sehen wir was wir kennen, die Vogue natürlich, und wir haben hier Zeichnungen sind es. Genau. Das sind Zeichnungen, eben Cover von Vogue-Magazinen, Cosmopolitan Elle, also hauptsächlich Vogue, weil ich finde, Vogue ist eigentlich so dieses, das Magazin, das Modemagazin. Ja, ich habe diese Covers in einem relativ schnellen Strich abgezeichnet, mit so einem mit einem Filzstift eigentlich. Oder so ein schwarzer, wie jeder kennt, genau. Eigentlich so aus dem Grafikbereich. Im recht schnellen Strich abgezeichnet, wirklich nicht vorgezeichnet oder so, dass man Korrekturen dran vornehmen konnte, sondern wirklich, dass es ein schneller konzentrierter Strich ist und dadurch hat man auch nicht die Möglichkeit, Sachen zu verschönigen. Man sieht dieses Cover und man zeichnet, es geht irgendwie durch meinen Körper fließt durch mich durch. Ich zeichne das wieder auf das Papier und dadurch, finde ich, gibt es eine ganz spezielle Charaktere. Diesen Frauen. Genau. Gestern war schon jemand da und meinte, ja, unbedingt schöner sind sie jetzt nicht geworden. Ja, ich finde, Schönheit liegt da ja auch im Auge des Betrachters. Manche sagen eben, diese Covers sind schön, aber die sind eigentlich fast tot, weil sie eben so weiter bearbeitet werden, dass sie eigentlich auch keine Persönlichkeit oder keine Charakteristik mehr zeigen. Meine Frauen sind vielleicht scheinbar nicht so schön, aber haben einen ganz starken Ausdruck, wie ich finde. Das heißt, wir würden durchaus so ein paar Frauen erkennen, weil manchmal hat man das Gefühl, ah, die kenne ich doch, hier hinten... Die Kleine da sieht aus wie Paris Hilton. Genau. Ist es gewesen? Genau, das ist Paris Hilton. Ich habe teilweise eben die Fingernägel oder die Lippen eben rot, rot hervorgehoben. Nicht überall, ich wollte einfach so kleine Akzente setzen, weil natürlich eben die Lippen, Fingernägel eben so ein ganz spezielles... Das typisch weibliche natürlich aussehen. Noch so dieses Lock-Prinzip. Richtig. Rot. Da kommt man eigentlich ganz gut auch zu dir, da kommt so ein Brückenschlag. Ja, zu der Früchte. Geschichte, genau, die Früchte. Genau. Die Früchte, was passiert hier auf den Bildern? Hier? Genau. Es ist so, dass ich eine Weile lang mich eben mit Früchten beschäftigt. Es ist so, im klassischen Stillleben werden oft eben Früchte gezeigt, Fruchtschalen, die dann immer eigentlich so eine Vergänglichkeit symbolisieren. Die verschimmeln, klar. Die genau. Und das hat mich während meines Studiums in London relativ stark beschäftigt. Ich habe mir eben diese klassischen Stillleben angeschaut. Ah, okay. Und diese Früchte, fand ich auch, die sehen sehr knackig und sehr... Wenn sie jung, frisch sind. Wenn sie frisch sind, sehen sie wunderschön, auch so lockend eben aus. Früchte sind auch so ein Symbol für Sinnlichkeit. Richtig, ja. Und, aber eben nach einer Weile verschimmeln sie und vergehen. Es ist dieser Kreislauf des Lebens. Ja. Und während meines Studiums habe ich eine große Wand mit kleinen Regalen gebaut und da habe ich Früchte aufgereiht, teilweise Ananas, Birnen, Bananen, Erdbeeren. Einfach so gereiht, so eine Fruchtkollektion. Eine Fruchtkollektion, das war eine 4 Meter hohe Wand,
3 Meter breit. Mhm. Und da waren einfach auf kleinen Regalen Früchte aufgereiht. Und während der Zeit der Ausstellung sind die eben verschimmelt. Am Anfang waren sie sehr knackig. Jeder, wer wo reinkam, hat gesagt, wow, schön. Jung, knackig, jung, ist ja wieder so eine wunderschön, Assoziation. Genau. Ja. Und wenn man dann genau hingeschaut hat, ach, das sind echt, oh, die schimmeln ja. Und dann war eben dieser Moment, wo eben diese Schönheit auch kippt. Genau, ja. Und genau das finde ich eben spannend, damit zu arbeiten. Und auf diesen Art Collagen, die man hier sieht, das sind die Fashion Victims. Die Opfer der Mode, genau. Sind Seiten aus Magazinen, zum größten Teil Vogue. Mhm. Und auf diese Magazinseiten sind Orangenschalen aufgestickt, mit einem silbernen Faden. Diese Schalen werden aufgestickt, während die Orangen oder die Mandarinen eben diese Schalen noch weich sind, noch frisch in sind. In Saft und Kraft stehen, genau. So wie die jungen Mädels hier auf den Bildern. Ups. Genau, und danach werden die eben, sie trocknen, sie werden hart, sie werden fast auch wie Lederhaut. Richtig, auch. Haut, ne? Schale, Skin, genau. Bedeutet es, glaube ich, beides auf Englisch. Genau. Wieso sind die jetzt vor allen Dingen über den Gesichtern oder über dem Mund? Ich fand es eigentlich ganz interessant, dass auch gerade diese Damen, sie werden eigentlich nur als Abbild für diese Werbekampagne gebraucht. Aha. Und sie haben eigentlich keine eigene Sprache mehr. Und daher habe ich eben den Damen sozusagen den Mund oder die Augen zugenäht. Genau. Teilweise sagen die, es ist natürlich auch so eine Assoziation zu Schönheits-OP, zu Narben. Narben, ja, genau. Oder es ist auch eigentlich so eine typisch weibliche Technik, das Sticken. Stimmt. Also geht bei dir wirklich immer um die Extreme einerseits, immer so Gegensatzpaare, hässlich, schön, aber dann auch, oder vergänglich und andauernd und so weiter. Genau. Weil ich finde, die haben so eine schöne Kontrastwirkung jetzt. Das ist ja was ganz Ungewöhnliches, was du da tust. Du hast noch ein drittes Projekt, das sich auch mit Schönheit befasst. Ja, das ist ein Video, es heißt Fusion. Es ist mein Gesicht und auf mein Gesicht ist Barbies Gesicht drauf projiziert. Und man sieht eben, wenn ich die Augen schließe, erkennt man so diese zwei Gesichter eigentlich. Also dieses... Aha. Diese großen Augen von Barbie, dieses Dauerkind, das ist irgendwie etwas unheimlich auch, weil man nicht ganz genau weiß, was passiert denn da, was ist da los irgendwie. Sobald ich die Augen öffne, sieht man wieder diese natürlichen Augen und dann wieder diese künstlichen Augen einer Puppe. Und es spielt eigentlich so mit diesem Traum, dass jedes Mädchen spielt gern mit Barbie. Barbie, die einfach irgendwie so ein Modell ist für eine perfekte Frau, die aber eigentlich auch ein Fake wieder ist. Eine Puppe natürlich, die alle Schönheitsideale zusammenfasst. Genau. Ja. Was steht noch an? Was kommt jetzt als nächstes? Ich arbeite viel mit Uwe Osmane aus Lettland zusammen, die ich mal beim Studium in London kennengelernt habe. Und wir beschäftigen uns viel mit Heimat und Fremdsein, weil wir beide eben eine Zeit lang in London gelebt haben. Das ist sozusagen in der Fremde. Mhm. Und wenn man eine Weile lang nicht mehr in seiner Heimat gelebt hat, kriegt man ein ganz anderes Bild auch von seiner Heimat. Ja. Und wir haben uns eigentlich dieses Thema vorgenommen und machen eine Traveling Exhibition in Uwas Heimatstadt Riga in Lettland, in Ravensburg in meiner Heimatstadt. Also die Wandert. Eine wandernde Ausstellung, genau. Und jetzt im Herbst soll diese Ausstellung nach London kommen und wir arbeiten dort an, also ein Projekt, das ist mein eigenes, ein Projekt ist Uwas Projekt und ein gemeinsames Projekt, das sich jeweils, also diese drei Arbeiten werden sich jeweils an diesen Orten, an den Ausstellungsorten verändern und weiterentwickeln. Okay. Dans la bouffe et qu'il faut que j'ai bien mangé pour pouvoir dire ouf. Je me suis accrochée sans attendre de résultat en essayant de faire 100 ans de salade et chocolat, un peu de biscuit par-ci et de canapé par-là. Tout ça pour dire qu'en fin de compte je comprends pas pourquoi un jour il a fallu que je pense à ça. Alors en bas, en me disant que je suis pas grosse et puis voilà, et les jours où je suis pas convaincue, ben je me regarde plus, et puis je vous assure les nanas que c'est bien plus simple comme ça, quant au regard des autres, ben faut s'habituer, je suis sûre que ça se discute, à déjà traité le sujet, la 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 la.